Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. Minecraft Ragnar Mod 6 natürlich. Mit ihm, dem Yogi. Hello. Hallo. So. Nee, das ist so toll mit dem Slow Falling. Fehlt mir. Ist immer richtig voll, schön slow gefault. So, jetzt haben wir den Kanister. Jetzt müsste ich Ich das kauf hier dir doch nichts ab, eigentlich. geh weg. Hä? What? Achso, ich muss einen Witherbone hier reinmachen. Ah, so rum. Jetzt aber. Jawohl, ich habe einen Hardcontainer. Nice. Kommt You ihr are hier my rein? heart, you my soul. Was mache ich mit dir? Hard Amulet, Jetpack, Kleinstar. Ach, aus einem Herzcontainer kannst du direkt ein Chatpack machen. Nee, ich gehe gerade durch, was man damit jetzt macht. Achso. Ach so, ich kann ein Hard Amulet machen, wenn ich. Klingt nicht überzeugend. Also der Hard Container an sich ist anscheinend eher Nutzlos. nutzlos. Ja gut, aber was ist der erste Schritt zu etwas Neuem? Ja, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ja gut, verstehe ich. Und bisschen ist ein bisschen untertrieben. Okay. So, dann machen wir hier von einem Block. Entities in the area become hungry. Das macht hungry. Okay. Das finde ich ja nicht unbedingt. Glowing, was macht das? Entities in the area start glowing. Ah, dann siehst du quasi Entities besser. Ja, das war jetzt aber dann doch ein Underwhelming. sehr fieser Reinfall hier. Ich habe jetzt wirklich gedacht, jawohl, jetzt haben wir hier mehr Herzen und so ein Kram und dann werde ich enttäuscht. Aufs I'm Bitterste sorry. enttäuscht. Naja. Oh, die kann ich nicht einschmelzen. Ah, da muss ich zwei reinbauen, weil der sich sonst selber aufbricht. Das macht Sinn. So, jetzt können wir aber wenigstens Folgendes machen. Wir machen mal unser Bett hier safe. Das heißt, wenn wir jetzt schlafen wollen, sollte das ohne Probleme gehen. Weil jetzt sollte kein Mob jemals in die Nähe unserer Betten kommen. Dö. Hoffe ich. Gut, dann räumen wir erstmal unser Inventar weiter aus. Trotz dieser gerade erlittenen Enttäuschung. Ja, das Leben geht weiter. Auch, ja, weiß, ne? Also, schwierig, aber ja, es geht weiter. Du musst einfach weitermachen. Redstone ist hier und hier. Hier habe ich jetzt die Nether-Warzen. Tue ich mal hier mit rein. Hier haben wir noch Wither-Rosen. Da können wir dementsprechend drüber nachdenken, über die Farm. Warp-Scroll. Moment, das Keine wollte ich Ahnung, nicht was bauen. das Was ist tut. das? Hier so ein paar schlechte davon. Bisschen Piglet-Fleisch. Auch interessant. Was denn? Aber ich habe gerade was gebaut, was ich nicht bauen wollte. Was Ein hast du denn Simple gebaut? Gear Shift. Simple Gear Shift. Ja, das kann shiften, wie der Name sagt, ne? Aber eigentlich wollte ich ja die Gearbox. Ah, deswegen ging das nicht, weil ich es natürlich falsch zusammengebaut habe. Jetzt brauche ich aber wahrscheinlich auch wieder ein paar neue Casings. Ja, das ist natürlich. Na ja, dann machen wir hier an das Casing. Ne, brauchst einfach Wood. Da Was brauchst das du für Zeug neues Wood. ist. Rings Ich um den schmeiß es Wood. mal hier rein. Habe ich noch ein Wood? Mana Ah, ich habe kein Wood Potion. mehr. Mana Potion. Solltest du in den Nether gehen wollen, ich habe in der Kiste am Raystone, das ist ein.
8-minütige Fire-Resistant-Potion für dich drin. Nice. Also wenn du dann eben mal möchtest. Wäre dort eine gewisse Sicherheitsmaßnahme vorhanden für mich? Korrekt. Nice, ich danke dir. Kein Problem. Zack, zack, zack. Kann man da noch irgendwie das Ding hier vergrößern? Wahrscheinlich schon, kann man die Backpacks vergrößern. Hast du davon nicht sogar erzählt gehabt mit so einem Upgrade? Nein, also das Backpack, was wir gemacht haben, ist glaube ich noch so, warte mal, das billigste, was so existiert. Weil das ist auch nicht aus der eigentlichen, es gibt die Infinity Backpacks über Industrial Fortune. Und was wir haben, ist halt von Sophisticated Backpacks. Und da kannst du, glaube ich, dann auch upgraden, weil... Du hattest so ein Pick-up-Upgrade, hattest du. Ah, mit Eisen geht es einfach tatsächlich. Rundherum Eisen. Und dann gibt es die Upgrades unten noch, die für Auto-Rumräumung und so Zeug sind. Mit Diamant machst du es am größten. Und dann gibt es noch über ein Smithing Table mit einem Netherite Ingot. Also schon eher teuer. Ja, ist ein Netherite Ingot so teuer? Kostet 4 Scrap Ancient Debris, die sehr selten sind im Nether. Netherite Scrap, ja, sehe gerade. Also davon brauchst du 4 Stück. Und du findest, glaube ich, maximal 3 pro Chunk. Naja. Ja, oder mit einem Netherite Dust kann man es schmelzen. Ja gut, aber eine Netherite Dust kriegst du ja auch nur aus einem Ingot quasi. Oder aus Netherite Honeycomb, ne? Über hier. Bienen. Also das ist zumindest das, was die meisten EMCs wert ist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das, also umso besseres Upgrade-Material man nutzt, halt umso teurer ist quasi, umso größeren Platz wahrscheinlich hat. Und dann gibt es halt noch die tonnenweise Upgrades, wie Stonecutter-Upgrade. Ich habe aber keine Ahnung, warte, wir können ja mal gucken. Hier ist nichts dabei, was es macht. Auto-Blasting. Blasting Ores and Metal Stuff in an Upgrade-Tab. Hey! Hast du mich angeleitet gerade? Nein, ich habe dich eingesperrt. Achso. Frei! Das habe ich aus dem Nether mitgehen lassen. Das ist unsichtbar! Nein, das ist also bei mir nicht. Also das eine war sichtbar, die anderen sind bei mir unsichtbar. Die sind rundherum einmal und ich hatte nämlich genau 8 Stück und ich kann die nicht einschmelzen hinten in unserer Schmelze. Also ich habe tatsächlich, ich sehe hier nichts mehr stehen. Ja, bei mir sind da einmal ein Kreis rundherum. Hier. Möchtest du weiter hier ran bauen oder möchtest du mit in den Nether gehen? Oh, wir haben jetzt den Waystone aktiv. Für heute würde ich erstmal, aber willst du eine Runde Karussell fahren? Das kannst du auch auf deinem Ding drüben machen, wenn du da einen Sitz drauf machst. Guck mal, hier kannst du einfach Karussell fahren. Hui. Ah, stuck für immer. Ja, das sind die Conveyor Belts aus dem Dings. Ja, damit kannst du halt auch, aus diesen Conveyor Belts kannst du halt auch eine Mob-Farm bauen. Weil die dann automatisch überall hingebracht werden. Richtig. Ja, ne, die sind auch, also die sind auch geil, die kosten auch viel, die kosten Eisen, Leder und ein Redstone. Ja, du kriegst deine Kombi. Dankeschön. Ja. Aber leider erkennt der Bazinga, oh, ist hier Create, die nicht als legit Ausgang an und dementsprechend. Ich hab den. Notfalls gehen. Du könntest aber sonst auch Ausgänge. Nein, nicht Forced, nicht Schulz. Ach, wie hießen die nochmal? Die Schulz sind für oben nach unten. Funnel. Funnel kannst du machen. Endeside Funnel. Und dann könnte ich. Oder wenn du weiter bist, also wenn du halt. Also da hast du auch keine Filtermöglichkeit. Wenn du die Brass Funnel nimmst, hast du die Möglichkeit, Ding zu machen. Ding. Mit Filter einzubauen, was rausgehen soll. Ja, das habe ich schon gesehen, dass ich Filter mache. Machen kann.
So, was wollte ich jetzt machen? Eine Gearbox wollte ich machen. Ist den Helm überhaupt, den ich meinte? Anscheinend gibt es den gar nicht im Fire-Resistant-Helm. Ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Eine Gearbox. Eine Ich gehe Gearbox, mal die noch es was schnell gibt. ein bisschen. Wo hast du dein? Nee, ich Nein. gehe erst. Ich habe kurz überlegt, ob ich das machen soll. Ich gehe erst noch weitere Blaze-Rods sammeln, damit wir die Tanks machen können. Und dann gehen wir erst das einbauen. Okay. Das ist schlauer. 4 Stück habe ich jetzt, glaube ich. Genau, 4 Stück habe ich. Wir brauchen 8. Gucken wir mal, wie viel es kostet. Teleportieren. Oh, kostet gar nichts. Ja, nice. Interessant. Den einen Button legen wir zurück, den brauchen wir ja gerade nicht. Dann Ich machen wir wäre dir noch. sehr verbunden, wenn du Zombie-Picklen da weggehen würdest. Oh, ich Weil ich habe weiß keine Lust, nicht. aus Versehen dich zu treffen, während ich Blazes töte. Nur Rüsten und Fun, sagst du? Der ist halt, der steht sowas von blöd da. Der Wichser. So, wo ist mein Mixer? So. Jetzt wartet ganz kurz. Ich muss ganz kurz den Zombie-Picklin mal unter euch einsperren, damit ich euch jetzt töten kann. Danke. So. Schon besser. Weil jetzt kann ich ihn nicht töten, aus Versehen. Und dafür, dass das hier ein rarer Drop ist, kriege ich hier doch relativ gut. Nee, der muss ja direkt drüber sein. Was, den bauen wir dahin? Ich glaube, man muss hier auch ein bisschen eigentlich noch rundherum Platz machen um den Spawner rum, damit es noch besser ist, aber so ganz genau weiß ich das nicht. Ist der hier einfach in der Luft befestigt? Nee, an dem Rad, okay. Können wir das auch? Stimmt. Keck. Wenn wir da jetzt was reinschmeißen. Wir können da nichts reinschmeißen. Können wir mit dem Bild das auch befüllen? Kann ich, wie kann ich denn ein paar Singer befüllen? Auch mit Funnel zum Beispiel. Ah, Singer! Kannst du bitte spawnen? Ich brauche noch eine. Dankeschön. Ich brauche noch einen Blaze-Rod von euch. Dann gehe ich wieder vorerst, weil dann kann ich erstmal die Lava-Tank-Geschichte automatisieren. Vielen Dank. Mehr will ich gar nicht. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch schnell dieses eine Wither-Skeleton hier. Würde ich sagen. Das hole ich mir noch und dann geht's los, hätte ich gesagt. Nicht runterfallen, bitte. Nicht runterfallen. Wenn du da runterfällst, wird das sehr tragisch. Wunderbar. Er ist nicht runtergefallen. Nee, ich habe Hat auf instant dich noch ein Skeleton gehört. bekommen. Einen Kopf habe ich automatisch noch bekommen. Ja, nice. So, weil jetzt habe ich genug Blaze Rods. Ich habe genug Enderperlen. Okay. Asche ist egal. Oh, Wither Skeleton Fragment sind auch geil. Um die Mühle auszulösen, brauche ich dann doch wahrscheinlich so ein Drückerchen. So,
Dann brauchen wir die. Aber wir hatten, glaube ich, Basins auch da. Wo ist mein Drückerchen? Die Lava-Tanks hier noch fertig kriegen in der Episode. Ender-Tank. Cauldrons. Davon hatten wir einen hier, oder? Jawohl. Einen haben wir da. Einen aber nicht. Machen wir. Also vielleicht schon, aber. Und 2, 4 Obsidian. Was ist das oben? Weiß Wolle. Ich nicht. Haben wir irgendwo Wolle? Einen vielleicht irgendwo, ich weiß es nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir großartig irgendwo haben. Nee, den wollen wir nicht. Fluten brauchen wir hier auch nicht. Spout, Pipe, Alternator, Electric Motor. Wir haben auch die keine Bläuer. Schafe, gell? Ja, wir haben ein bisschen. Wir haben ein bisschen Strings. Machen wir daraus. Ein paar Strings. Wakey, wakey, rise and shine. So, zack. Jetzt sollte das hier gehen. Zack, zack. Wunderbar. Dieses und dieses. So, und wir haben zwei Ender Tanks. Wunderbar. Wo hast du denn das Water Wheel, das du nicht mehr brauchst? Das habe ich hier in der kleinen Truhe bei mir liegen. Hast du zufälligerweise auch schon Pipes fertig? Nee, Pipes habe ich keine. Pipes habe ich nicht im Angebot. Ich gönne mir jetzt einfach auch mal alles, was du hier schon freigeschaltet hast. Naja, gönn dir. Dafür ist es ja, ne? Oh, es gibt die Jelly Babies. Oh, das ist auch geil, dass es die Jelly Babies gibt. Was machen die? Geben die XP. Ah. Du kannst die auch, das heißt, du kannst die automatisiert machen. Das heißt, du kannst, wenn du eine Monsterfarm hast, kannst du dich hinstellen und alle Monster, die sterben, deren XP kannst du dann direkt nutzen quasi. Und daraus Gummibären machen und die kannst du dann essen, wenn du sie willst. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Ich. Gut, das schaffe ich heute eh nicht mehr in der Episode. Dann bereite ich das nur vor. Wo hast du deine Kiste? Da in deiner Kiste sind deine Endeside-Sachen drin hier. Mhm. Ich habe noch Endeside für dich. Ich habe noch ein bisschen Dough. Boah, der wird nur gebraten, gell? Ja, der wird nur gebraten, genau. Ja, dann brate ich den einfach mal. Na, bereite ich jetzt die Rohre vor für in der nächsten Episode. Dann haben wir nämlich nächste Episode unendlich Lava. Unendlichkeit. Cool, es wird sogar langsamer, oder? Da geht das auch. So. Pipes brauchen wir. Weiß ich nicht. Brauchen wir Kuba. Ein bisschen Kuba, das wäre echt super. Kupfer haben wir hier, das ist Bronze, das ist Bronze, das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Wir haben nicht viel Kupfer. Ja, das geht auch sehr schön. Bisschen traurig. Ich glaube nicht, dass wir Nether-Kupfer bekommen haben. Ein bisschen was könnte tatsächlich sein. Machen wir ganz kurz hier in unsere Nether-Kiste nach. Ah doch, 27. Sogar mehr als ein bisschen. Ja, weil ich hatte im Kopf, ne, dass ich was abgebaut habe, daher. So, dann nehmen wir die auch mal mit. Da brauchen wir natürlich, ja. Ne, richtig. Zwei Block Eisen. Eine Box. Hiervon auch noch. Aber eigentlich müssen wir die nicht hier hinbauen. Ein Block und zwei Ingots, die nehmen wir uns auch noch schnell raus. So. Ich hoffe, du bist jetzt nicht vermischt worden. Du bist vermischt worden, verdammt. Scheiße, jetzt habe ich Rose Gold gemacht. Ach, warum sind die beiden unterschiedlich? Ich verstehe es.
Hätte da schneller sein müssen. Da nicht drüber nachgedacht. Brauche ich einen dritten oder was? Na egal, aber Rose Gold kann man im Notfall auch, glaube ich, für irgendwelche Waffen oder so nutzen. Nur für irgendwas, wenn wir es schon verwenden können. Also da. Die wirklich gut sind, aber. Gott. Ich leider nicht dran gedacht in dem Moment. Warum stacken diese Mechanical Bells nicht? Eventuell hast du sie schon mal mit was verbunden gehabt. Ja, dann sind sie kaputt, oder was? Nee, dann musst du nochmal, ich glaube, sneaken und nochmal versuchen, so in die Luft, als würdest du es connecten, glaube ich, dann resettest du das, meine ich. Nee, also die stacken nicht. Connecten? Tun sie jetzt gerade auch nicht, aber. Wenn du sie einmal einfach nur ins Inventar nimmst oder in die Hand nimmst, sneakst und in die Luft rechts klickst, resettest du sie quasi. Dann sollten sie auch wieder stackbar sein. Glaube ich. So, ich resette die. Und ich resette so, die. Hier von ein bisschen was, das geht erstmal. Die wollet noch nicht. Das wie dem auch sei, ob wir das zum Resetten bekommen, seht ihr frühestens beim nächsten Mal. Schon wieder vorbei hier. Schnell, ja, ich werde offscreen jetzt noch schnell hier die Rose Gold rausholen. Ja, dann. Das aus dem Tank ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.